Moin Moin, hier ist wieder der Tim von Barefoot Products und heute haben wir einen richtig besonderen Start in unseren Tag, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich neben einer werdenden oder lebenden Legende stehe, und zwar neben dem Michel vom Bogensport Holzmichel. Und wir durften ihn besuchen, und zwar, ich kann jetzt schon an alle sagen, kommt auf jeden Fall mal hierher, weil der Ort entschleunigt brutal. Ist es Plan, Michel, dass die Leute hierher kommen und entspannt sind? Genau, das ist eigentlich der Plan von diesem Geschäft. Deswegen gibt es bei mir auch keinen Online-Handel. Ich bestrebe das so, dass der Kunde zu mir kommt. Ja. Ich will den Kunden kennenlernen. Wer bist du, Ja. damit du meine Dinge probieren kannst? Und so geht es am besten. Also das hört sich auf jeden Fall nach einem verdammt guten Plan an und das hört sich vor allem auch ziemlich mutig an, weil trotzdem in der heutigen Zeit. Ich kenne viele Leute, die bestellen, kaufen und schicken alles zurück an einen Platz, der ungefähr 40 cm groß ist, an der Das ist richtig, ja. PC-Tastatur. Wieso machst du das genau andersrum? Der Weg, den wir gehen, gemeinsam mit meiner Frau, ohne meine Frau wäre es ja nicht möglich, Ja. weil sie da so tatkräftig unter die Arme greift, dass ich mich komplett entfalten kann, machen wir das bewusst nicht, weil eben das, wie du gesagt hast früher, das Entschleunigen Ja. in der Computerzeit, die Leute bestellen natürlich, Ja. kommen dann mit der bestellten Ware zum Holzmichler und sagen, tut mir leid, aber ich kenne mich nicht aus. Und dann werden sie beraten und die kaufen dann nicht mehr im Internet. Ne? Ja. Und ich will auch mit meinen Kunden eine persönliche Beziehung haben, deswegen schicke ich eigentlich nichts per Online, wo die Leute bestellen und sagen, schick mir das, weil ich habe keine Ahnung, du bestellst dann 30 Pfundbogen, in Wirklichkeit würdest du nur 20 ziehen. Das könnte Damit man bin fast ich blöd. Ne? vermuten, Ja, ja. genau. Also ist es schon für dich ein bisschen mehr als nur Arbeit, oder ich meine, weil wir arbeiten ja trotzdem irgendwie mit unserem Hobby zusammen und da bedeutet dir das einfach ein bisschen mehr als nur das schnelle Geld zu machen? Genau, das ist richtig. Es ist ja die Entstehung, wie ich zum Bogensport gekommen bin. Also, eine witzige Geschichte. Eines Tages wurde ich 50. Passiert, glaube ich, ab Das und zu, passiert, ja. genau. Meine Frau hat mir ein tolles Fest gegönnt mit Freunden. Und ein Freund davon kam mit einem Geschenk, eine Schnupperstunde Bogenschießen. Und die haben wir dann eingelöst. Und nach wenigen Sekunden war für mich klar, das ist genau mein Ding. Ja. Und dann haben wir Bogen geschossen. Und das Geschäft ist dadurch entstanden, weil ich habe da geschossen mit einer Leihausrüstung, wollte am nächsten Tag natürlich die Ausrüstung kaufen nach Graz, weil ich hatte ja kein Geschäft mit Bogensport, Ja. nach Graz, dort haben wir uns ausgerüstet, mein Sohnemann sofort mit, dann sind wir heimgegangen und es ist alles daneben gegangen. Die Pfeile sind gebrochen, die Bögen sind gebrochen und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem geeigneten Lieferanten, Produzenten, der Bögen produziert, Lederwaren und dann bin ich eines Tages auf Baerbock gestoßen, habe die angeschrieben, ob sie mich beliefern würden. Und das hat sofort reibungslos funktioniert. Und dann hat man eine Geschäftsbeziehung aufgebaut, die inzwischen in eine riesige Freundschaft, Gott sei Dank, ausgeartet ist. Das ist Und gut. damit macht eine Partnerschaft mit Baerbock einfach Spaß. Und dann ist eines passiert, ich habe den Bogensport aufgebaut, das heißt, ich habe Bogensport betrieben. Und in der jetzigen Zeit betreibe ich nicht mehr Bogensport, sondern ich lebe den Bogensport. Und das ist ein großer Unterschied. Und das, vielleicht bringe ich das Thema auch an den Kunden rüber, mit der Ruhe, wo ich sage, lebe es einfach. Lass es gut sein mit der ganzen Hektik, sondern lebe das Teil. Wenn es dir Spaß macht, dann genieße es. Ne? Ich denke, besser kann man Leidenschaft, Arbeit und Geschäft gar nicht Genau. miteinander kombinieren. Ha? Das Stichwort Leidenschaft war es eigentlich. Leidenschaft ist 101%. Daraus resultiert ein funktionierendes Geschäft, eine Ja. funktionierende Partnerschaft mit dem Hersteller oder Distributor Ja. und so soll es sein. Unsere Zeit ist ein bisschen auch reif. Wir nehmen noch Michel mit zu unserem Parcours-Testvideo. Der gehört ja deinem Verein, der Parcours, wo wir jetzt hingehen. Ja. Gibt es da so ein paar Sachen, die die Leute unbedingt wissen sollten, bevor sie dorthin gehen? Bevor Sie dorthin gehen, im Prinzip sagt der Holzmichl, eigentlich der Name Holzmichl sehr viel aus. Ich bin bekannt durch meine Drechslereien, aber auch durch den Bogensport bekannt, auch durch mein Aussehen. Ich bin einfach anders. Und die Leute wissen da schon, und was sich die Zeit nimmt, unseren Parcours zu besuchen, es lohnt sich in der Form, es ist einfach alles anders und einzigartig. Mit einer Schießhalle, mit einem Aufenthaltsraum,
mit netten Leuten, mit einem Parcours, der eigentlich von der Fläche her sehr, sehr klein ist. Wir haben nur 4,5 Hektar Grund zur Verfügung und haben 60 Tiere stehen. Wir haben 30 Abschussblöcke, Tiergruppen. Es lohnt sich auf jeden Fall, ich will nicht zu viel verraten. Ja. Kommt und schießt die Tiere. Okay. Großes beginnt immer im Kleinen, auch hier beim Holzmichel. Genau. Und jetzt geht's ab zum Parcours. Bis dann. Schön. Ciao. Ab in den Parcours. Hallo liebe Bärpo-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bärpo-Parcours-Test-Videos. Heute sind wir beim BSC Holzmichel in Österreich angekommen. Wir befinden uns hier gerade in der Einschießhalle des BSC Holzmichel und ich gebe euch ganz kurz die Infos zum Parcours. Direkt am Eingang findet ihr einen silbernen Kasten, in der sich die Vertrauenskasse befindet und auch das Einschreibheft. Ebenfalls findet ihr auch Scorekarten, die ihr euch mitnehmen könnt für den Parcours. Zu den Preisen für den Parcours: eine einmalige Runde kostet für den Erwachsenen 10 Euro. Er kann sich auch eine Tageskarte für 15 Euro kaufen und kann einfach mal so viel er will einfach durch den Parcours schlendern. Die Kinder bis 10 Jahre sind frei, danach kosten sie 5 Euro bis 16 Jahre. Danach der ganz normale Erwachsenenpreis. Neben der Vertrauenskasse findet ihr auch in einem schönen Fenster die Parcoursregeln, die sich jeder nochmal durchlesen kann. Ich werde mir jetzt auch wieder die Jungs schnappen, die wieder mit dabei sind, und wir legen los. Bis dann! Ja, hey, hallo, Ari. Im Dezember hatten wir in Köflach ein 24-Stunden-Turnier. Da habe ich 24 Stunden mit dem 60-Pfund-Bomb geschossen, bis die Fingerkuppen weg waren. Ja. Super! Sehr gut! Hey, müssen wir da hoch? Wir sind jetzt hier an einem ganz besonderen Ziel angekommen, einem fahrenden Ziel, das man in der Geschwindigkeit einfach mal treffen muss. Ein Schwein, das einfach mal vorbei rast. Schaut es euch mal an, ist richtig genial gemacht. Genau, wir haben da jetzt ein fahrendes Schwein und der Schusskorridor ist weder am Anfang noch am Ende, sondern exakt bei diesem Baum entweder links oder rechts vorbei. Okay. Man sieht es am Baum, wie er schon weint. Ja. Oh, stimmt. Ja, hast du. Und die fährt jetzt ganz nach hinten. Ich lasse sie einmal Probe fahren, damit ihr seht, wie schnell sie kommt. Und jetzt bam. Okay. Habt ihr das gesehen? Ja. Kill. War auf der Höhe, oder? Super. Und ich lasse da wahrscheinlich. Wenn du jetzt schon auf das Schwein hinzielst und du den Bogen halten kannst, dann ankerst du die richtige Höhe und dann fährst du mit dem Schwein einfach mit, wie wenn du echt ein laufendes Tier schießt. Okay. Und dann im Schusskorridor lässt du einfach den Pfeil aus. Alles klar, dann. Und ich schieße immer, wenn sie links vom Baum mit dem Schädel vorbeikommt, dann lass du aus, dann ist er im Kill. Okay. Jetzt? Hey. Ja! Jawoll! Okay. Wenn ich darf, dann ich leider. Natürlich! Soll ich ziehen helfen oder geht's? Na, no, geht schon. Wir haben ja Zeit, ne? Du sagst wann? Geht schon. Geht schon? Wow.
So, Ziel Nummer 5 sind die Ratten. Wir alle kennen ja die universelle Regel, bei Ratten schießen wir immer drüber. Von daher versuchen wir das jetzt gleich mal vom ersten Schuss an besser zu machen. Hat geklappt bei Michel. Hat geklappt bei mir. Ja. Super! Ja. Geil und Chosen ist auch brav. Hoppa! Hör mal, du stehst mit dem Körper bergab. Ja. Wenn du so stehen bleibst, wirst du immer drunter schießen. Ja. Das heißt, du musst jetzt schauen, dass der Oberkörper gerade steht. Und dann steht er gerade und schaust auf den Kopf. Genauso. Bist du ziemlich safe, wenn der Schütze da im Gedach steht und die Lupsi liegen da unten, gell? Ach da Gott! Unten. Ah ja! Das ist der Hammer! Oh mein Gott! Oder? Echt ein toller Schuss und wenn ja, du da stehst, ja. Bist du komplett safe, gell? Du warst im Spot, im Innenkill. Ja, war ich ja. Im Spot, ja. Oh, der ist schön. Der sieht gut aus. Der passt super. Hoppa! Schießen wir gleich noch von hier auf die Schlange. Ja genau, vom blauen Block und dann haben wir es. Jawohl.
Beat. So, wir sind jetzt wieder zurück im Vereinsheim vom BSC Holzmichel. Wir haben eine super schöne Runde gehabt. Ich habe mich jetzt mit den Jungs zusammengesetzt. Wir haben ein kleines Fazit gemacht, das ich euch mal kurz zusammenfasse. Wir haben die Stimmung, die wir bewerten. Hier geben wir 8 von 8 Bärchen. Es ist super integriert. Man ist einfach sofort drin im Parcours, wenn man mal angefangen hat. Es ist mega Stimmung, man kommt von einem zum anderen, man läuft einfach mit. Kommen wir nun zur Streckenführung. Die finden wir super intuitiv gestaltet. Man hat Hackschnitzel, die den Weg quasi sehr trocken halten, auch wenn es mal geregnet hat. An jedem Ziel, wenn man ankommt, findet man ein Bild mit dem Ziel, dem Tier, wo auch eingetragen ist, wo das Kill sich befindet. Dadurch hat man eine super leichte Orientierung schon von Anfang an gegeben. Hier haben wir auch 8 von 8 Bärchen vergeben. Nun die Kategorie Tiere und Ziele. Also wir haben hier insgesamt 30 Abschusspflöcke. Insgesamt finden sich fast 60 Ziele, also 60 Tiergruppen. Man hat immer irgendwie Varianten. Man hat eine Gruppe zusammenstehen. Man hat Hoch- und Tiefschüsse. Man kann auch mal in weite Entfernung schießen. Man hat immer irgendwie mal ein Gefälle drinne. Man schießt über eine Kuppel oder ganz weit nach oben. Auch hier haben wir 8 von 8 Bärchen vergeben. Kommen wir nun zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 10 Euro kann man eine Runde schießen, die 65 Ziele beinhaltet. Wir sind total begeistert von der Vielfalt, die hier vorzufinden ist, und vergeben auch hier für das Preis-Leistungs-Verhältnis 8 von 8 Bärchen. Alles in allem hatten wir einen mega schönen Tag. Es ist begeisternd zu sehen, wie viel Herzblut und Leidenschaft Michel und Moni hier investiert haben. Wir wurden mega herzlich empfangen und wir empfehlen allen, einfach mal den Parcours zu besichtigen und hier mal vorbeizuschauen. Bis bald! Ja, Michel, wir haben gerade unser Feedback abgegeben. Jetzt mal zu dir. Wie fandest du den Tag? Hat es dir gefallen oder sind wir dir eher auf die Nerven gegangen? Auf die Nerven gegangen sind es mir auf gar keinen Fall. Es hat mich geehrt und gefreut, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt und uns besucht habt in Österreich, in der Steiermark. Und das war eine mega coole Parcoursrunde, ich habe sie genossen. Nehmt die Eindrücke mit. Und weiterhin wünsche ich uns gemeinsame Mitarbeit oder Zusammenarbeit, so wie sie ist, oder noch besser wird. Das wünsche ich mir. Ach, ich glaube, das haben wir absolut gestärkt heute. Ja, genau.